Musiker TV, der Mario, ich grüße euch heute mit drei Moore Micro Preamps, dem Preamp 1 basierend auf einem Dieselhagen, dem Preamp 2 mit dem Sound eines Marshall JCM 900 und dem Preamp 8 basierend auf einem Mesa Boogie MK3. Es gibt insgesamt 10 Micro Preamps mit jeweils verschiedenen Verstärkermodellen, extrem platzsparend und natürlich sehr preisgünstig. Die Moore Micro Preamps stellen klanglich akkurate digitale Rekreationen der Vorstufensektionen angesagter Röhrenverstärker dar. Moore hat die Vorbilder mit einer eigens entwickelten brandneuen Technologie analysiert, um Sound, Dynamik und Tonansprache einzufangen. Jeder der 10 Moore Micro Preamps hat zwei Kanäle, einen unabhängigen Dreiband-EQ, einen Gain- und Volume-Regler pro Kanal, eine integrierte schaltbare Speaker-Emulation und zwei verschiedene Fußschalter-Modi, um die Wünsche aller Gitarristen erfüllen zu können. Auf diese Funktionen gehe ich später noch näher ein. Die Moore Micro Preamps lassen sich direkt an eine Gitarrenendstufe oder am Effektsreturn eines jeden qualitativ hochwertigen Gitarrenverstärkers, vorzugsweise Röhrenamp, anschließen. Die eingebaute schaltbare Lautsprecher-Emulation ermöglicht außerdem den direkten Anschluss an eine Soundkarte, einen Aktivmonitor oder PA-System, ohne dass ein Gitarrenverstärker bzw. Gitarrenbox benötigt wird. Da es sich bei den Moore Micro Preamps um komplett ausgestattete Vorstufen mit entsprechend hohem Ausgangspegel handelt, sind sie nicht für den Anschluss am Instrumenteneingang von Gitarrenverstärkern geeignet. Effektpedale wie Overdrive und Distortion lassen sich sehr gut vor den Moore Micro Preamps in den Signalweg einfügen. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, wie die Pedale klingen. Ich erkläre die Funktionen am Moore Micro Preamp 1. Die Pedale sind alle gleich aufgebaut. Das Moore Micro Preamp Pedal Nummer 1 basierend auf Dieselhagen ist angeschlossen am Effektreturn des Engel Artist Edition. Ich habe vor dem Preamp ein Distortion-Pedal angeschlossen und nach dem Preamp ein Hall-Pedal. Wie schon erwähnt, der Fußschalter besitzt zwei Modi, entweder an oder aus. Bleibt man auf dem Fußschalter, wechselt man in den anderen Modi. Jetzt kann man zwischen den Kanälen hin und her schalten. Rot Overdrive, blau Clean-Kanal. Mit diesem Schalter kann man wechseln zwischen den Kanälen oder aber die Speaker-Emulation aktivieren. Jetzt blinkt die LED. Im jeweiligen Kanal stehen ein Gain, Volume und die Dreibandregelung separat zur Verfügung. Wechselt man in den anderen Kanal, hat man diese Regelmöglichkeiten separat. Man sieht also nicht zwingend, was man hört, je nachdem, in welchem Kanal man die letzte Einstellung getätigt hat. Thank you.
Zum Vergleich der Moore Micro Preamp direkt an der Soundkarte. Ich schalte die Speaker-Emulation dazu. Man sieht dann, dass die rote LED blinkt. Ich habe jetzt den Moore Micro Preamp 2 angeschlossen mit dem Sound vom Marshall JCM 900. Jetzt habe ich den Moore Micro Preamp 8 angeschlossen mit dem Sound vom Mesa Boogie MK3.
So, zum Schluss gibt es noch einen Vergleich. Ich habe alle Moore Micro Preamps angeschlossen und spiele sie nacheinander an. Das waren die Moore Micro Preamps 1, 2 und 8. Das ist wirklich der Hammer, was Moore Audio hier entwickelt hat. Jetzt könnt ihr euch euren Lieblingsverstärker auf das Pedalboard holen. Das spart Platz und schont natürlich den Geldbeutel. Das war's von Musiker TV. Tschüss, euer Mario.